Liebe Zuschauer, manchmal kann es am Markt ganz schön schnell gehen. Gerade war die Laune noch ganz okay. Auf einmal geht's runter. Dann fragt man sich natürlich, was war da eigentlich los? Und genau das wollen wir uns heute ein bisschen genauer angucken. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Jochen Stanzel von CMC Markets. Hallo. Jochen, schön, dass ich dich da habe. Dann kannst du mir vielleicht gleich mal erklären, was war da eigentlich los? Wir hatten ja das Thema Corona-Sorgen zwar immer mal wieder, aber eigentlich war der Markt damit relativ gelassen noch umgegangen, auch in dieser Woche. Und plötzlich ist dann wahrer Ausverkauf losgegangen. Was war da los? Man wusste es erst nicht, was war. Hatte aber schon davor natürlich viele Leute ja auch so ein bisschen Zweifel an dem, was da gemeldet wird aus China. Sind diese offiziellen Zahlen überhaupt stichhaltig? Stimmt das denn? Da gab es ja auch so ein Hin und Her. Erst hat man dann CT-Scan-Ergebnisse reingenommen. Da war plötzlich eine Vervielfältigung der Infektionszahlen. Das war vor 2 Wochen. Da hat man in dieser Woche entschieden, ja, die Symptome haben, aber dann negativ auf die Tests anschlagen, die nimmt man dann wieder raus. Dann haben sich die Infektionszahlen plötzlich gedrittelt, sind bei nur noch 349 gelandet, jetzt zuletzt. Landesweit innerhalb von 24 Stunden in China. Und gleichzeitig fängt ja jetzt auch Südkorea an, die Zahlen zu veröffentlichen. Und die haben im gleichen Zeitraum 52 Neuinfektionen. Jetzt muss man sich sagen, Südkorea ist so klein, China ist so riesig. Und da gibt es 52 und in Gesamtchina 349. Wie passt das zusammen? Eigentlich gar nicht. Und da haben viele gesagt, nee, das ist mir nicht mehr so ganz koscher, was da passiert, und haben verkauft. Und dazu kam eben gestern auch über Social Media ein Artikel von der Global Times, der darüber berichtete, dass innerhalb von einem Krankenhaus in Peking es, wie die gesagt haben, kolossale Virusausbreitung, so haben sie es dann wirklich auch betitelt, diesen Artikel, der wurde rumgereicht. Und erst wusste man nicht, was da los ist. Offenbar war es dieser Artikel, der eben auch nochmal genau in diese Kerbe Zweifel an diesen Statistiken schlug. Und eigentlich über Nacht, ich mache diesen Artikel immer morgens, und man sieht eben gestern und über Nacht dann so eine Seitwärtsbewegung und jetzt tiefere Tiefs, und wir halten uns jetzt auf diesen tieferen Tiefs, zweifelnd an dem, was da in China passiert. Also kommt natürlich immer darauf an, wie man eben dann die Neuinfektionszahlen eben auch gemessen hat eigentlich. Ja. Jetzt hast du hier so aufbereitet quasi, was in der Nacht geschah. Jetzt gucken wir uns den DAX, so er denn möchte. So, jetzt. Hier nochmal genauer an, was hat das jetzt, dieser kurzfristige Ausverkauf im Chartbild angerichtet? Das ist quasi, wenn man ein bisschen zurückgeht, und das ist so die große Perspektive. Man kann sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen bis zum 3. Februar, da hat er die Erholung begonnen. Mhm. Mit einem 1, 2, 3 Tief, das sich damals gebildet hat, und wir haben eine volle Bewegung im DAX ausgehend von diesem Tief. Und eine volle Bewegung definiert man mit dieser 423,6% Fibonacci-Extension. Aus der Charttechnik sagt man, okay, wenn er so weit steigt, dann ist so in der Zone darüber oder daran so eine Gefahrenzone, wo eine Trendwende wieder kommen kann. Und darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Und jetzt mit dem Abverkauf gestern, der erstmal keinen Grund hatte, da hat man es auf Social Media und einen Artikel, aber es gab diesen Abverkauf. So. Und wir haben mit dem tieferes Tief gemacht. Hier sieht man den auch in der Kerze. Eine Kerze steht für einen Preisverlauf in einer Stunde. Da sieht man es, wir sind hier auf ein tieferes Tief gegangen. Also die Rallye hat sich hier nicht fortgesetzt. Sie haben es ein paar Mal probiert. Hat nicht geklappt, ein höheres Hoch auszubilden. Und dann sind wir hier auf ein tieferes Tief jetzt gegangen. Das heißt, wir haben jetzt einen Top, sind jetzt in einer Korrektur im DAX. Und jetzt wird es darum gehen, auf Monatsschlusskursbasis diese 13.381, die wir erstmal erfolgreich getestet haben, diese Marke hier möglichst auf Monatsschluss zu halten. Wenn das gelingt, dann hätten wir die Chance, mehr Kurspotenzial zu haben, noch die Chance zu wahren, unmittelbar auf neue Allzeithochs zu gehen. Wenn es nicht gelingt, und wir da Ende nächster Woche ist ja der Monatsschlusskurs, wenn wir da unter 13.381 schließen, dann könnte quasi das, könnte es volatil unruhiger werden, dann könnte es quasi das Aprilwetter schon im März hier an der Börse und im DAX dann entgegenwehen. Ja, wobei es ja sowieso faszinierend ist, dass der DAX sich zuletzt immer wieder relativ schnell beruhigt hat, weil die sind ja die Zahl der Neuinfektionen etc. sind das eine, aber generell die wirtschaftlichen Folgen sind ja auch jetzt schon zum einen schwer abschätzbar, aber zum anderen hat man ja auch in dieser Woche bei Apple bemerkt, die Lieferketten sind ja zum Teil dann doch schon mal gestört oder problematisch. Also insofern ist der Markt da vielleicht auch generell einfach zu sorglos noch unterwegs? Vermutlich. Wir haben ja ein Fieberthermometer, das steigt. Und das ist ja der Goldpreis. Das ist vielleicht auch der nächste Chart, den wir zeigen können. Wir haben beim Goldpreis das erste Mal seit 7 Jahren, das erste Mal, seitdem wir hier diesen großen Ausverkauf im Goldpreis hatten. Da haben wir ja 7 Jahre lang hier einen Bärenmarkt jetzt gehabt. Und das erste Mal seit 7 Jahren kann man technisch davon sprechen, da wir wieder über dieser 1523-Dollar-Marke sind, dass der Bärenmarkt jetzt enden könnte und dass ein neuer Bullenmarkt übergeordnet beginnen könnte.
Also die Anleger sagen sich ja, Aktien verkaufen nun unbedingt im großen Stil vielleicht nicht, weil ja die Zentralbanken uns wieder rausbuchsen werden, werden uns also mit tieferen Zinsen wahrscheinlich aus dieser Abschwächung durch das Virus rauskaufen, mal wieder. Aber das hat einen Preis, nämlich tiefere Zinsen, ja, und zum anderen eben aufgeblähte Vermögenswerte. Und die Zentralbanken, wenn wirklich eine Rezession kommen sollte, haben dann in Zukunft weniger Munition. Also wir begeben uns immer wieder, immer noch tiefer in diesen Kaninchenbau der Geldpolitik und der Experimente der Geldpolitik. Und die Anleger wissen halt nicht so, ja, steigen dann mit nicht auch die Gefahren für Nebenwirkungen. Die EZB warnte heute davor, ja, die Aktienmärkte sind zu hoch. Ja gut, ist nett, dass sie davor warnen, aber sie haben es ja auch mit selbst verursacht. Und also das Gold hier jetzt an der entscheidenden Marke drüber gegangen. Wir sehen es auch hier ganz gut. Wir sind erst an diesen Widerstand gegangen, Gegenbewegung, sind über den Widerstand, haben das von oben getestet und laufen jetzt nach oben. $1,800, mögliches Ziel hier, dass der Goldpreis als nächstes ansteuern könnte, wenn er über 1532 bleibt. Also das hört sich alles danach an, dass der Markt trotzdem noch nicht so ganz wohl im Moment dabei mit dem ganzen Szenario ist. Was ist in so einer Situation ein Rat an Anleger? Also beim Gold läuft jetzt so eine Entladung nach oben von diesem bullischen Druckaufbau, den wir mehrere Monate hatten. Das ist interessant. Beim DAX ist, obwohl alles sehr optimistisch ist, wir zwischenzeitlich am Allzeithoch waren, das alles erstmal bedeutungslos, wenn der Monatsschlusskurs über 13.381 nicht klappen sollte. Wenn er nicht klappt, dann ist da nach wie vor der Deckel drin und drauf auf dem Markt. Und dann könnte die Volatilität wieder zunehmen, weil die Verkäufer und Bären, die sich jetzt zurückgehalten haben in diesem Ausbruchsversuch nach oben, die wittern jetzt so langsam ihre Chance mit diesem 1-2-3-Top, das wir jetzt haben im Stundenchart, und könnten nochmal ein weiteres Argument haben, wenn wir es erneut nicht schaffen, über dieser Marke zu schließen. Also da beim DAX noch ein bisschen abwarten, diese nächste Woche, Ende nächste Woche, da wird es dann interessant, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht. Also bleibt auf jeden Fall spannend. Jochen, dir vielen Dank fürs Interview. Dankeschön. Liebe Zuschauer, soweit unser Blick. Was war da eigentlich los, als es gestern plötzlich, ganz plötzlich runterging für den DAX? Und wie könnte es natürlich auch weitergehen? Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.